Mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Berlin. Und heute geht es um ein Urteil des Landgerichts Berlin zum Thema exzessiven Rauchens auf einem Nachbarbalkon. Kann das einen Mietmangel darstellen? Kann das also den betroffenen Nachbarn berechtigen, die Miete zu mindern und möglicherweise sogar ein Zurückbehaltungsrecht am Mietzins geltend zu machen? Ich nehme es gleich mal vorweg, das Landgericht hat gesagt, ja, und zwar sogar 10% und in Höhe von mindestens des dreifachen Minderungsbetrages auch ein Zurückbehaltungsrecht, also 30%, weitere 30% Zurückbehaltungsrecht. Spannend, ja. Hintergrund war folgender Fall, der Mieter hatte unter sich einen anderen Mieter, der eben im Sommer auf seinem Balkon immer sehr stark geraucht hat, und dieser Rauch zog also von da unten nach, das hat Rauch so an sich, bei entsprechender guter Wetterlage, zog also immer nach oben auf den Balkon unseres hier betroffenen Mieters. Der sagte dann, ich kann im Sommer meine Wohnung gar nicht anders lüften, als indem ich da auch meine Balkontüren aufmache. Und wenn ich auf den Balkon gehe, habe ich diesen Mief. Und wenn ich die lüfte, dann habe ich den Mief. Und deswegen mache ich hier Mietminderung geltend und behalte außerdem noch einen weiteren Teil des Mietzinses ein, weil ich sage, Vermieter, du bist verpflichtet, hier Abhilfe zu schaffen, also gegenüber dem rauchenden Mieter tätig zu werden. Spannend der Fall, weil ja gar nicht klar ist, was der Vermieter da so richtig machen soll. Ich weiß es gar nicht so genau, was sich das Landgericht hier so überlegt hat. Jedenfalls sagt das Landgericht, dass der Vermieter, der hatte dann auf den rückständigen Mietzins geklagt, dass also dieser Vermieter da Pech gehabt hat. Der kriegt die Miete nicht, denn der Mieter kann die Miete zu Recht in Höhe von 10% mindern und in Höhe von weiteren 30% am Mietzins hat er darüber hinaus noch ein Zurückbehaltungsrecht. Zurückbehaltungsrecht bedeutet, ich behalte den Mietzins so lange ein, bis der Vermieter den Mangel abstellt, und dann muss ich ihn allerdings auch nachzahlen. Also das ist keine dauerhafte Ersparnis. Man sieht hier, exzessives Rauchen und entsprechende Beeinträchtigung kann sich auch im Bereich des Mietgebrauchs mietmindernd auswirken. Ob das Landgericht hier bis in die Konsequenz jetzt wirklich die Folgen bedacht hat, also insbesondere auch für den Vermieter, denn der Vermieter wiederum hat ja durchaus auch Probleme, jetzt dazu tätig zu werden, im Nachgang sowieso, aber auch schon bei Vermietung. Was soll er da in den Mietvertrag reinschreiben? Generelles Rauchverbot auf dem Balkon, in der Wohnung, wirksam, geht das überhaupt, inwieweit geht es? Also das sind alles Einzelfallentscheidungen, muss man sich immer genau angucken. Auch hier auf Mieterseite, bitte Vorsicht, nicht einfach die Miete mindern. Wenn man hier Rechte geltend machen will, wichtig ist immer zuerst den Vermieter anschreiben und auf den Mangel hinweisen, ihm auch eine Frist setzen, um tätig zu werden, und dann empfehle ich, nicht einfach die Miete einzubehalten, sondern die Miete unter Vorbehalt vollständig zu zahlen und sich dann zurückzufordern, gegebenenfalls im Wege einer Zahlungsklage. Es ist immer besser, die Miete im Klagewege dann zurückzufordern, als die Miete einfach einzubehalten, denn es kann sonst passieren, dass der Vermieter kündigt wegen Zahlungsrückstands. Und dann hängt die ganze Wohnung, also der ganze Bestand des Mietverhältnisses, hängt dann davon ab, ob ich hier mit der Mietminderung richtig lag, also ob ich wirklich ein Recht zur Mietminderung hatte und das auch nicht zu hoch ausgeübt habe. Hier sind die Gerichte sehr streng mit Mietern, also anders als das dieser Fall, den ich jetzt gerade besprochen habe, vermuten lässt, ist da immer auf Mieterseite relativ schnell Gefahr im Verzug. Hier aber hatte der Mieter Glück. Alle anderen Mieter, die da entsprechend Rechte geltend machen sollten trotzdem vorsichtig sein und hier den sicheren Weg einer Zahlung unter Vorbehalt und anschließenden Rückforderungen gehen. Dankeschön.